Hallo, ich bin Flutterby und mein Kanal ist vor kurzem 3 Jahre alt geworden. Normalerweise zeige ich Wanderungen und Bergsport. Doch diese Woche geht es um 7 traurige YouTube-Fakten und was du dagegen tun kannst. Du hast dich sicher schon oft gefragt, wie es sein kann, dass YouTube dir wochenlang dasselbe Video vorschlägt, warum es voll Müll und Clickbait erscheint und wie es denn hat passieren können, dass ein Kanal, den du immer schon gern geschaut hättest, du erst nach Jahren entdeckt hast. Wenn dich all diese Dinge nerven, dann habe ich ein paar ganz konkrete Tipps, wie du das für dich ändern kannst. Oft nur mit ein paar Mausklicks. Fakt 1: Du bist für YouTube nicht der Kunde, sondern die Ware. Dieser Spruch ist eigentlich ums Jahr 2000 herum fürs Fernsehen geprägt worden. Er stimmt aber natürlich für jede Dienstleistung, die du nicht bezahlt hast. Wenn du die Inhalte nicht bezahlt hast, warum sollten sie dann deinen Interessen dienen und nicht den Interessen desjenigen, der sie finanziert? YouTube ist nicht die Heilsarmee, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, es will Geld verdienen und für die Werbekunden möglichst attraktiv sein. Jetzt werde ich schon sagen, ha Edge, ich verwende einen Adblocker, ich sehe ja gar keine Werbung. Doch das ist falsch, du siehst vielleicht keine YouTube-Werbung. Aber immer noch ist der Content überwiegend darauf ausgerichtet, dich zum Konsum anzuregen. Und selbst wenn du Premium-Nutzer bist, der Algorithmus und die Vorschläge sind für dich genau dieselben. YouTube will dich auch gar nicht zufriedenstellen. YouTube möchte dich möglichst lang auf der Plattform halten, um mit dir Geld zu verdienen. Wenn YouTube seine Preise für die Werbekunden rechtfertigt mit Klicks und Aufrufzahlen, dann bist du genau eines. Klickvieh. YouTube will dir außerdem mit der minimalsten Qualität und Bandbreite abspeisen. Die Qualität wird automatisch heruntergedreht und zwar weiter als technisch unbedingt notwendig. YouTube will dir außerdem möglichst viel Massencontent andrehen. Klar, wofür würdest du lieber Speicherplatz finanzieren? Für ein Video, das 100-mal angesehen wird oder für ein Video, das 100.000-mal angesehen wird und daher auch potenziell 1.000-mal so viel Gewinn abwirft? Was kannst du also tun? Gestalte dein Programm ganz aktiv. Ja, für YouTube bezahlen allein hilft nicht, aber du kannst zumindest die Videoqualität manuell einstellen und zwar auf das, was dein Endgerät hergibt. Sei außerdem besonders kritisch bei Inhalten, die suggerieren, dass man um Geld alles kaufen kann. Es will auch ein gewisses Mindset transportieren, das du für dich ganz sicher nicht haben willst. Lass dich nicht inhalten und offensichtlich nur mit Belanglosigkeiten zwischen großen Kanälen hin und her schicken. Und meide ausbeuterischen Content, wie zum Beispiel Reaction-Videos, ohne echte Sachkompetenz. Fakt 2. YouTube hat kein echtes Interesse daran, dass kleine Kanäle wachsen. Einigen Zuschauern ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber YouTube kann seit geraumer Zeit Werbung auf allen Kanälen schalten, auch auf den ganz kleinen. Nur ein Kanal, der mehr als 1000 Abonnenten und mehr als 4000 Stunden Wiedergabezeit pro Jahr hat, kann über die Werbung zumindest mitbestimmen. Das heißt, er kann Art und Zeitpunkt der Werbung auswählen, damit seine Videos auch auf diese Werbung hinschneiden und deswegen etwas professioneller wirken. Und er bekommt auch Teil der Einnahmen. Bei kleinen Kanälen jedoch kassiert YouTube 100%. YouTube hat außerdem genug Content, ein Nischenprodukt ist nur mühsam, zum Beispiel auch beim weltweiten Verteilen. Eine kleine Zielgruppe bedeutet schlechtere Werbeeinnahmen, das heißt, es wird nur miesere Werbung ausgespielt, das bedeutet eine schlechtere Performance der Videos und die Kanäle bleiben klein. YouTube gibt auch kleinen Kanälen, die nur in Full HD produzieren, den schlechteren Codec. Man muss schon entweder in 1440p oder in 4K produzieren, um denselben Codec zu erhalten wie große Kanäle. Und der Unterschied ist sehr deutlich. Für kleine Kanäle gibt es durch YouTube auch keine Betreuung. Es gibt eine Schlechterstellung bei diversen Prozeduren, wie zum Beispiel bei Copyright-Claims. Und sie haben weniger Daten in den Analytics verfügbar. Die Aussagekraft ist auch nicht hoch genug, um wirklich viel daraus zu lernen. Kleine Kanäle müssen außerdem extrem viel mehr für ihre Aufrufe arbeiten. Sie haben zum Beispiel keinen Community-Tab. Ein Video von mir bekommt am ersten Tag ungefähr 1000 Impressionen. Also die Möglichkeit, dass es grundsätzlich überhaupt einmal von jemandem wahrgenommen wird, indem irgendwo der Titel und der Thumbnail eingeblendet sind. Es stecken aber 20 Arbeitsstunden drinnen im Durchschnitt. In einem Community-Post sind es 20 Minuten. Du kriegst genau gleich für Impressionen. Was kannst du also tun? Gib kleinen Kanälen ganz gezielt eine Chance. Unterstütze sie durch ein Abo, damit sie besser über ihren Content bestimmen und eine Community aufbauen können. Hinterlasse ihnen Feedback und konstruktive Kritik, weil kleine Kanäle haben wenigstens die Zeit, alle deine Kommentare zu lesen. Und lass dich nicht von Werbung abschrecken, die der kleine Kanal selbst gar nicht beeinflussen kann. Fakt 3. YouTube-Vorschläge sind langweilig und repetitiv. Das hat primär einen ganz einfachen Grund. YouTube analysiert Content zwar, doch es versteht ihn nicht. Abstrakte Werte wie Unterhaltung oder Inspiration werden im Algorithmus durch sehr große Datenmengen für eine geeignete Zielgruppe repräsentiert. Diese Daten sind aber für Videos mit wenigen Aufrufen einfach nicht verfügbar. Das heißt, selbst wenn YouTube wüsste, wie du gerade unterhalten werden willst, dann fallen solche Videos einfach durch den Rost. YouTube hat keine ausreichende Statistik, um gute Vorschläge zu machen. Auf meinem Kanal habe ich ungefähr 5000 Aufrufe pro Monat. Das reicht für YouTube nicht, um auch nur einen Zusammenhang zu einem einzigen spezifischen Kanal herzustellen. Bestenfalls können meine Videos also zu anderen Videos zugeordnet werden. In der Theorie. In der Praxis schaut es so aus, dass von 50 Videos, zu denen mein Video vorgeschlagen wurde, 70% völlig unpassend sind. Thematisch, geografisch und sprachlich. 10% thematisch wenigstens irgendwo in der Nähe sind, also irgendwas mit draußen zu tun haben. 10% waren von mir selbst, welche Glanzleistung. Und
Genau ein Videovorschlag von den 50 war wirklich gut. Die Content-Analyse von YouTube kann getäuscht werden. YouTube benutzt Text- und Spracherkennung, um Inhalte zu analysieren und die Relevanz von Videos einzuschätzen. So gibt es dann Kanäle wie zum Beispiel einen namens Lincoln Street Woodworks, die all ihre Maschinen in der Tischlerwerkstatt nach Star Wars Charakteren benannt haben und dann den Leuten erklären, wie einfach es doch ist, mit 25 Videos über 100.000 Abonnenten zu erzielen. Und vermutlich weiß dann einer mal, warum YouTube seinen Content gepusht hat, wie blöde. YouTube versteht auch nicht den Grund, warum du persönlich ein Video geklickt oder angeschaut hast. Deine persönliche Motivation und Stimmung ist für YouTube ein völliges Rätsel. Außer du hast gezielt nach Content gesucht, zum Beispiel immer über die Suchfunktion. Willst du nun unterhalten werden? Hast du gerade nur 5 Minuten Zeit? Findest du eine Person sympathisch? Nichts davon findet sie in YouTubes Daten wieder. YouTube gibt die Schuld am Wegklicken aber immer dem Content. War nicht eventuell der Vorschlag schlecht, wenn der Zuschauer nach wenigen Sekunden aussteigt? Man weiß es nicht. Was kannst du also tun? YouTube lernt nichts daraus, dass du bei Vorschlägen wie wild herumspringst. Klar, wenn ein vorgeschlagenes Video nicht passt, dann steig aus. Doch spätestens dann solltest du deine eigene Wahl treffen. Wähle ganz bewusst aus, was du schaust. Wenn du in den Vorschlägen immer nur auf das kleinste Übel klickst und dann in Duldungsstarre verharrst, dann wird dir YouTube nur immer noch mehr Müll vorschlagen. Du kannst auch die Funktion kein Interesse verwenden, wenn dich ein unerwünschtes Video oder Thema in den Vorschlägen verfolgt. Und schon sind deine Vorschläge viel aufgeräumter. Benutze, wenn möglich, ganz aktiv die Suche, damit YouTube besser versteht, was du eigentlich sehen willst. Lass dich bei von dir aktiv ausgewählten Content dann auch auf die Gesamtheit des Videos ein und schaff dir so eine Entscheidungsgrundlage für eventuelles Abo oder auch das Aktivieren der Glocke. Und fang nichts an, wofür du nicht die Zeit hast. YouTube kann nicht unterscheiden, ob du dringend weg musst oder ob ein Video so uninteressant war. Fakt 4. Broadcast yourself is tot. Und die Hinweise deuten auf hinterhältigen, kaltblütigen Mord. YouTube ist einmal mit dem Slogan Broadcast Yourself angetreten, um zu signalisieren, dass für jeden Content Platz ist. Das hat sich aber mit der Monetarisierung gründlich geändert. Jeder kann zwar immer noch seine Botschaft in die Welt hinaustragen, gehört wird fast nur mehr das, wo finanzielle Interessen dahinterstehen. Das sollte als Zuschauer bewusst sein, jeder neue Content Creator zahlt erst einmal ganz massiv drauf. Selbst wenn man gar keine teure Ausrüstung braucht. Bei einer vernünftigen Produktionsqualität müssen ca. 100 Leute das Video ganz gesehen haben, bis überhaupt einmal die Watchtime, die Produktionszeit, den Arbeitsaufwand übertrifft. Klar, es gibt natürlich immer wieder mal Leute, die behaupten, sie machen ihre Videos ohnehin nur für sich selbst. Nur, warum gehen außen diese Videos dann eigentlich öffentlich und nicht ungelistet oder privat? Wenn man als kleiner Content Creator einfach die Videos produziert, an denen man Spaß hat, für die man brennt, dann erreicht man ganz genau niemanden. Man hört oft, dass alle erfolgreichen Kanäle eine Nische besetzen. Aber auch die kann eine Falle sein. Im Kampf um die Aufmerksamkeit hilft ein thematischer Fokus natürlich sehr. Aber jede weitere Einschränkung der Zielgruppe ist ein Riesenfehler. Ich wollte mit meinem Kanal zum Beispiel möglichst viele Menschen für die Natur vor ihrer eigenen Haustür begeistern. Ich habe also meine Videos im lokalen Dialekt produziert, wie man ihn auf dem von mir gezeigten Wanderungen und Bergtouren sprechen und dementsprechend auch hören wird. Das Problem ist nur, YouTube versteht mich nicht und hat keine Ahnung, wer mich sonst noch verstehen würde. Viele Zuschauer haben eine völlig unrealistische Vorstellung davon, welche Aufrufzahlen nötig sind, um mit YouTube zumindest einmal ein Nebeneinkommen zu erzielen. Wer 10.000 Abonnenten hat und wöchentliche Uploads macht, der deckt gerade mal seine Kosten für die Ausrüstung. Ohne Arbeitszeit. Oder man verwendet YouTube als Werbeplattform für eigene Produkte oder macht sonstige ungustiöse Dinge wie Sponsoring für diverse zweifelhafte Dienstleistungen. Wer YouTube mit 100.000 Abonnenten und fast täglichen Upload betreibt, der kann vielleicht daraus einen Hauptberuf machen. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder finanzielle Interessen hat und dann nicht haben muss. Aber es wäre halt schön, wenn man zumindest relativ leicht einen Stand erreichen kann, wo man von YouTube mehr Watchtime bekommt, als man selber an Arbeit reingesteckt hat. Du kannst auch dein eigenes Thema nicht wählen, denn sonst stellst du mit Suchcontent da, der hochspezifisch ist, denn sonst keiner klickt. Zuschauer klicken grundsätzlich nur auf Bekanntes. Dieses Verhalten pusht aber irreführenden Content und verstärkt sie so immer weiter. Wenn ich zum Beispiel jemanden einen unbekannten, aber wunderschönen Weitwanderweg schmackhaft machen will, dann kann ich nicht einfach schreiben, was das für ein Weitwanderweg ist. Denn dort klickt niemand drauf. Ich muss einen Videotitel verwenden wie Besser als der Jakobsweg. Nur soll YouTube wirklich so ausschauen? Was kannst du also tun? Lass dich nicht von bekannten Dingen ködern, weil sonst wird YouTube nämlich mit irreführenden und nichtssagenden Titeln zugemüllt. Inspiration kannst du nur dort finden, wo dir etwas neu ist. Und Neid ist generell kein schöner Wesenszug, aber bei Kanälen mit weniger als 10.000 oder gar 100.000 Aufrufen pro Video wirklich total viel am Platz. Fakt 5. Der Algorithmus senkt das Niveau erfolgreicher Videos. YouTube wird dieses Phänomen mit Gewichten gefüllt sehen, doch es ist leider so. Der kleinste gemeinsame Nenner setzt sich durch. Ein erfolgreiches YouTube-Video braucht nämlich eine möglichst große, möglichst anspruchslose Zielgruppe. Schaut euch doch einmal an, was YouTube vorschlägt, wenn es wenig Informationen über den Zuschauer hat. Müll für Millionen.
billiger Kurzcontent gewinnt. Jetzt ist ganz verständlich, dass der Algorithmus überhaupt nicht unbedingt sich darum kümmert, ob du für deine Videos viel oder wenig Produktionsaufwand betreibst. Was auch immer die Zuschauer auf der Plattform hält, ist willkommen. Nur verteilt YouTube seine Aufmerksamkeit leider immer pro Video und nicht pro erwarteter Watchtime. Wenn ich ein 2-Minuten-Video hochlade, dann schauen das die Leute im Durchschnitt 90 Sekunden lang an. Wenn ich ein 20-Minuten-Video hochlade, wird das 5-mal so lang angeschaut. Doch beide bekommen fast genau die gleichen Impressionen. Ein Aspekt, der YouTube vielleicht gar nicht so unrecht ist: möglichst kritiklose Konsumenten sind für die Werbung besonders attraktiv. Insofern ist der Leidensdruck bei YouTube vermutlich auch nicht allzu groß. Außerdem funktionieren niedere Instinkte einfach viel zu gut. Mieser Clickbait wird einfach nicht genug bestraft. Und YouTube kann es ja auch völlig egal sein, ob du fürs Werbungschauen auch noch ausgetrickst worden bist. Ja, und YouTube holt zwar Feedback zu Vorschlägen ein, aber leider nicht zu Videos selbst. Und schon gar nicht gezielt von Leuten, die auch ein Video wirklich ganz gesehen haben. Was kannst du also tun? Sei spezifisch und bestimmt in deinen Erwartungen an ein Video. Wenn etwas zu gut und zu kurios wirkt, dann ist es meist auch so. Schamloser Clickbait wird oft durch die Kommentare entlarvt. Schau einmal einfach eine Minute in die Kommentare, bevor du 10 Minuten auf eine Szene aus dem Thumbnail wartest, die nie kommen wird. Wenn du Clickbait aufgesessen bist, dann gib nicht einfach einen Daumen runter. Wenn du einem Kanal mit Clickbait auf den Leim gegangen bist, dann kannst du auch mit der Funktion keine Videos von diesem Kanal empfehlen, die für immer aus deinen Vorschlägen ausblenden. Klick nichts, wo Thema und Laufzeit nicht stimmig sind. 20 Minuten für eine Ja-Nein-Frage? 2 Minuten für ein Thema, über das ganze Bücher geschrieben worden sind? Das passt einfach nicht zusammen. Und das kann auch kein befriedigendes Video sein. Fakt 6. YouTube setzt Content Creator unter Druck. In den letzten Jahren gab es auf der YouTube-Plattform einige Veränderungen zum Nachteil der Kanalbetreiber, die alle mehr oder weniger sanft den Druck auf sie erhöht haben. Burnout ist bei YouTubern nicht selten. Es gibt einen indirekten Monetarisierungszwang. Idealisten konnten früher ihren Content einfach ohne Werbung und Einnahmen veröffentlichen. Das geht heute so nicht mehr, denn YouTube schaltet Werbung nach Belieben, ob es nun zum Content passt oder nicht. Wer wenigstens Art und Zeitpunkt der Werbung mitbestimmen möchte, der muss monetarisieren. Kanäle konnten bis vor kurzem ihre Abonnentenzahl verbergen. Das geht inzwischen nicht mehr, laut YouTube, um Missbrauch durch Fake-Kanäle von großen YouTubern zu verhindern. Die Abonnentenzahl zu verbergen, war für kleine Kanäle aber auch ein gutes Mittel, nicht an ihren Zahlen gemessen zu werden, sondern vor allem an ihren Videos. Auch ich habe dieses Mittel bevorzugt. Außerdem hat eine verborgene Abonnentenzahl den großen Vorteil, dass es ja effektiv dubiose Geschäftsanfragen verhindert. Und nicht zuletzt zum Beispiel Plattformen wie Social Blade bis jetzt daran gehindert hat, Daten zu veröffentlichen, die eigentlich normalerweise niemandem was angehen. Eine extrem einschneidende Änderung war auch der Wechsel vom Abonnenten zum Empfehlungssystem. Videos werden Abonnenten nicht mehr automatisch vorgeschlagen. Selbst mit Glocke nur dann, wenn du wirklich sagst, alle Benachrichtigungen. Ansonsten passiert das nur dann, wenn es YouTube passt. Wenn du also früher Kanäle abonniert hast, dann ist für die die Benachrichtigung nicht mehr automatisch aktiviert. Es gibt bei YouTube einen extremen Zwang zum Neuen und der Algorithmus sieht alle Videos zunächst so wie News. Kürzere Upload-Zyklen werden stark bevorzugt, weil YouTube neue Videos nur für einen sehr kurzen Zeitraum pusht. Wenn der Kanal also präsent sein soll, dann musst du mehr oder weniger täglich uploaden. Die Sortierung nach den ältesten Videos eines Kanals ist inzwischen weggefallen. So wird verhindert, dass sich interessierte Zuschauer eines Kanals die Inhalte systematisch in zeitlicher Reihenfolge anschauen. Klar kann ein Kanalbetreiber nun mit Playlisten dagegen wirken, aber da muss man zuerst einmal den Zuschauer dazu bringen, dass er überhaupt auf die Playliste draufkickt. Ja, und dann das Desaster mit den Shorts. YouTube Shorts waren eine Reaktion auf den Erfolg von TikTok, doch sie haben die Langform fast umgebracht. Das Empfehlungssystem war nicht auf so etwas vorbereitet und hat vielen Nutzern fast nur noch Kurzvideos präsentiert. Massive Nutzerprozesse haben YouTube erst dazu bewogen, Shorts in eine eigene Kategorie auszulagern und so dem Problem zu begegnen. Und aktuell funktioniert der Algorithmus ungefähr so wie vorher. Viele Creator haben dadurch ungefähr ein Jahr verloren. Viele Probleme mit dem Empfehlungssystem liegen vor allem in der Gewichtung der Sessions. Aufeinanderfolgende Video-Wiedergaben sind super wichtig. Das bedeutet nur leider auch, dass in sich geschlossener und befriedigender Content so gut wie tot ist. Wenn Videos über die Suche gefunden werden, bekommen sie zwar Aufrufe, nur leider so gut wie nie Sessions, denn ein gutes Video beantwortet eine Suchanfrage ja vollständig. Das heißt, solche Videos helfen einem Kanal nicht wirklich weiter, selbst wenn sie noch so gut sind. YouTube bewirbt Superchats, Superthanks, Kanalmitgliedschaften etc. als Möglichkeit, intensiver mit seiner Community zu interagieren. Das mag stimmen, nur YouTube nimmt sich für diese Dienstleistungen einen aberwitzig hohen Anteil, 30% und mehr, der in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung steht, nämlich einen Knopf zu klicken und abzurechnen. YouTube sendet auch kleinen Kanälen Anregungen, doch für die Promotion des eigenen Contents zu zahlen. Ich habe zum Beispiel beim Erreichen von 300 Abonnenten so eine nette Mail bekommen. Nur nochmal Tacheles. Auf ein Video, in dem locker 20 Arbeitsstunden stecken, bekomme ich im ersten Jahr mit Glück 1000 Aufrufe.
Wenn es mir darum ginge, meinen Kanal bekannter zu machen, dann wäre es für mich zigmal effektiver, für die Promotion meines bisherigen Contents zu bezahlen, anstatt neuen Content zu produzieren. Merkt ihr was? Was kannst du also tun? Belohne guten Content vor allem damit, dass du dir ganz aktiv andere Videos des betreffenden Kanals anschaust. Abonniere einen Kanal nur dann, wenn du auch wirklich die Videos schauen willst. Dann aber bitte immer mit der Glocke und immer mit allen Notifications. Wenn du einen Kanal finanziell unterstützen willst, dann bevorzug möglichst direkte Wege, wo andere möglichst wenig mitschneiden. Du kannst die Qualität viel besser beurteilen als der Algorithmus und du bist nicht so gierig wie Google. Teile gute Kanäle und Videos mit anderen, damit mehr Leute auf diese Inhalte aufmerksam werden. Fakt 7. YouTube will nicht, dass du entscheidest, was du siehst. YouTube würde das so zwar nie zugeben, aber die wirtschaftlichen Hintergründe sind offensichtlich. Die Plattform bietet jedoch auch viele Werkzeuge, um selbst zu entscheiden. Nur, kennst du sie? Nutzt du sie? Das Empfehlungssystem von YouTube ist gezielt darauf ausgerichtet, dir möglichst lange, möglichst lukrative Werbung auszuspielen und dich zum Konsum anzuregen. YouTube wäre auch schön blöd, es anders zu machen. Immerhin verdienen die so ihre Kohle. Autoplay On ist zum Beispiel eine Default-Einstellung, weil YouTube grundsätzlich will, dass du dich treiben lässt. Immerhin siehst du so potenziell mehr Werbung. Doch Autoplay ist auch eine Falle. Von 100 Mal weiterzappen lernt YouTube nämlich keineswegs, was du wirklich gern sehen willst. Es macht deine YouTube-Erfahrung also nicht besser, sondern schlechter. YouTube fördert ganz bewusst das Binge-Watching, also Komaglotzen. Wenn du also schon 2 Stunden auf YouTube verbringen willst, dann stell dir doch wenigstens aktiv eine Playliste zusammen und achte gleich einmal darauf, wie viel Content wirklich ohne inhaltliche Notwendigkeit gezielt darauf ausgerichtet ist, dir noch ein weiteres Video anzudrehen. Ja, nicht nur YouTube will dir die Entscheidung abnehmen, auch wir Creator. Der Algorithmus zwingt uns nämlich dazu. Und wenn wir dem nicht nachgeben, ist die Chance sehr groß, dass du noch nie von uns gehört hast. Nutzt du noch aktiv deinen Abo-Feed, um zu sehen, was bei deinen Lieblingskanälen los ist? Das war mal der Sinn von Abos. Da man längst nicht immer eine Benachrichtigung bekommt, ist er auch wichtiger denn je. Ja, oder du stellst alle deine abonnierten Kanäle auf tatsächlich zwingende Benachrichtigungen um. Dein Abo-Feed lässt sich übrigens auch filtern. So findest du zum Beispiel Videos, für die du nicht benachrichtigt worden bist oder die du noch nicht fertig angeschaut hast. Kennst du die Funktionen neu für dich und kürzlich hochgeladen? So begegnet YouTube der Kritik, dass sie Nutzern immer dasselbe vorschlagen. Aber so prominent wie das platziert ist, klingt das eher nach einer Beruhigungspille. Und kaum jemand kennt und nutzt diese Funktion. Hast du auch gewusst, dass YouTubes Vorschläge auf deiner Startseite sich thematisch gliedern lassen? Probier's mal aus, dann siehst du auch gleich, dass YouTubes thematische Einschätzung gelinde gesagt nicht immer ganz so treffsicher ist. Das ist aber derselbe Algorithmus, der auch sonst entscheidet, was gut für dich ist. Was kannst du also machen? Schalte das blöde Autoplay aus. Wenn du was Vernünftiges sehen willst, musst du die Entscheidung selbst in die Hand nehmen. Nutze bewusst Funktionen, die dich auf neue Inhalte bringen. Ich habe dir einige davon vorgestellt. Die Wahl deines Endgeräts bestimmt auch wesentlich, wie leicht du die Autonomie über deinen Medienkonsum zurückerhältst. Gerade am Smart-TV ist man geneigt, sich treiben zu lassen. Steuere den Fernseher doch einfach mittels Smartphone. Wer selbst entscheidet, was er sieht, entscheidet auch selbst, wann aufhört. Aber bitte nicht unmittelbar nach diesem Video. Du weißt schon, Sessions und so. Damit danke, dass du mir bis hierher gefolgt bist. Danke für all eure Likes, Kommentare und Abos. Und auf die nächsten 3 Jahre YouTube.